der Agrarsprecher der Freiheitlichen Partei. Danke, Frau Präsident, Frau Minister, sehr geehrte Zuseher und Zuseherinnen. Grüner Bericht 2019. Bericht über die Einkommenssituation der Landwirtschaft im Jahr 2019. Somit vor der von ÖVP und Grünen verursachten Corona-Wirtschaftskrise. Während die ÖVP der Öffentlichkeit die heile Welt verkauft und die katastrophale Situation schönredet, sieht es in der Realität ganz anders aus. Land- und Forstwirte werden mit Marketinggeschichten und Sonntagsreden ihren schlechten Einkommen betreffend beglückt. Inhaltslose Absichtserklärungen sollen zudem den Eindruck erwecken, dass Aktivitäten stattfinden. Die Realität: Das durchschnittliche Einkommen der Betriebe lag 2019 unter 28.000 Euro. Damit eine Familie und einen Betrieb zu erhalten, ist beinahe unmöglich. Dass immer mehr ihren Betrieb aufgeben, ist daher kein Wunder. Die Landwirte, Land- und Forstwirte haben in den letzten Jahren einen Kaufkraftverlust von bis zu 90% hinnehmen müssen. Das Schönreden der letzten 30 Jahre hat vielen Betrieben die Existenz gekostet und natürlich damit auch sehr viele Arbeitsplätze im ländlichen Raum zerstört. Die verfehlte ÖVP-Agrarpolitik hat in der Realität den Bauern einen Kaufkraftverlust von bis zu 90% gebracht. Und wenn man das vergleicht mit der Produktion eines Liter Milch, dann kann man sagen, 1994 konnte sich ein Landwirt für einen Liter produzierter Milch noch 3 Wurstsemmeln leisten. 2020 kann er sich nur mehr 3 Bissen von einer Wurstsemmel leisten. Seit dem EU-Beitritt gibt es eine Inflation von 55%, die weder bei Erzeugerpreisen noch bei Ausgleichszahlungen abgegolten wurden. Frau Minister, in welcher Branche gibt es sowas? Wo sind die selbsternannten Bauernvertreter des Bauernbundes? Warum stoppen Sie das Bauernsterben nicht? Warum verlassen Sie nicht endlich diesen Irrweg der verfehlten Agrarpolitik? Die ÖVP und die Grünen, die von der ÖVP und Grünen verursachte Wirtschaftskrise, wird das Bauernsterben noch weiter anheizen. Die landwirtschaftlichen Betriebe sind zwar systemrelevant, aber verdünnen dürfen sie nicht. Die Absatzmärkte und damit auch die Umsätze sind eingebrochen. Es fehlen die Großabnehmer, Kantinen, Restaurants und Großküchen. Der Absatzeinbruch widerlegt aber auch das Märchen des Bauernbundes, dass die Gastronomie nicht auf österreichische Produkte setzt. Mit dem Einzelhandel konnte man die Verluste nicht ausgleichen, denn dieser ersetzt österreichischen Produkte oft und gerne mit billiger Ware aus dem Ausland. Wir müssen den Absatz sicherstellen und unsere Bäuerinnen und Bauern vor dieser schwierigen Situation schützen und billige Importe verhindern. Der erste Schritt müsste eine gut und nachvollziehbare Herkunftskennzeichnung für verarbeitende Produkte sein. Mindestens diesen kleinen Schritt könnten Sie doch setzen. So werden die Kunden genau wissen, woher ihre Lebensmittel kommen und auch gezielt unsere Bauern unterstützen. Anstatt es ständig nur anzukündigen, könnten wir jetzt einmal etwas umsetzen. Unlängst beim Kennzeichnungsgipfel der Regierung, der Ministerin Köstinger, haben sie darauf hingewiesen, dass im Regierungsprogramm steht und dass wir das umsetzen werden. Fakt ist, der Bauernbundpräsident Strasser ist noch ausgerückt mit einer Aussendung. Ja, wir wollen aber die Grünen verhindern das. Alles wieder nur Show. Ich gebe euch heute die Chance, wir geben euch heute die Chance mit einem Antrag, dass wir das ändern. Ich darf einen Entschließungsantrag einbringen der Abgeordneten Peter Schmidlechner und weiterer Abgeordneter betreffend Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln.
Die Bundesregierung wird aufgefordert, eine Regierungsvorlage vorzulegen, die eine lückenlose Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln sicherstellt, unter anderem folgende Punkte umfasst: strenge Auslegung der EU-Primärzutatenverordnung, Herkunftskennzeichnung jener Produkte, die nur wenig verarbeitet sind, insbesondere für tierischen Bereich, Herkunftskennzeichnung von Fleisch, Eiern und Milch in Großküchen. Ferner muss es eine bessere Unterstützung für freiwillige Kennzeichnungssysteme geben. Ich bitte um Zustimmung, ändern wir was. Das war der Blauergrassprecher.